Herzlich willkommen zurück bei Minecraft. So, Musik noch an. So, wir waren beim Thema böse Onkels und dass er da, dass Kevin, also der Sänger der Onkels, da wirklich am Rande, ja nicht nur am Rande des Abgrunds war, er war schon mehr als im Abgrund drin. Und dann kam die Entziehungskur und der Knast und so weiter. Alles in einem. Und ich glaube dieses Mal wirklich sehr daran, dass er es geschafft hat, hier aus diesem Drogensumpf rauszukommen. Weil mittlerweile gibt es ja die Onkels auch wieder. Und bevor es die Onkels wieder gab, gab es Kevin mit einer Solo-Band. Also gibt es immer noch natürlich. Also mit Veritas Maximus. Ganz ehrlich, ich war sehr, sehr gespannt, als ich gehört habe, dass er eine Solo-Band gründet und dass da ein Album kommt und so weiter. Ich war so extrem gespannt darauf, wie das wird. Also Kevins Stimme, die natürlich in der Zwischenzeit auch ein wenig nachgelassen hat, ist ganz klar mit dem ganzen Drogenkonsum und so weiter. Und das Ganze ohne Stefan Weidner, also ohne den eigentlich damals hauptsächlich beteiligten Onkel, sage ich mal. Also er hat ja die Texte geschrieben und alles drum und dran. Und das nach all diesem Zeug, was da passiert ist und so weiter, ich war vor allen Dingen auf die Texte sehr gespannt. Was würde er mit seinem Solo-Projekt an Texten bringen? Und ich war auch extrem überrascht, als das Album dann draußen war, wie hammermäßig das war. Also die Texte. Man könnte sagen, es war Onkels 2.0. Was macht der hier? Es ist doch noch gar nicht Nacht. Oder ist das Kevins innerer Dämon, den wir jetzt besiegen müssen, damit er befreit ist? Natürlich nicht. Also wenn ihr... Ich meine, ihr müsst Deutschrock nicht mögen. Jeder hat ja so seine Musik, die er gerne hört. Die einen hören gerne Techno, die anderen Trance, die anderen, keine Ahnung, Dubstep und Hip-Hop und was weiß ich, was der Teufel... Ich bin ja bei Musik bin ich ja eigentlich offen für alles. Ich finde eigentlich, jede Musik hat seine Berechtigung. Aber ich bin natürlich durch und durch Deutschrock-Fan und vor allen Dingen eben Onkels und natürlich jetzt auch Veritas Maximus und auch Punkbands wie Serum 114 oder Unantastbar. Und ich könnte da eine ewig lange Liste aufzählen. Was ich euch natürlich jetzt erspare. Ich war auch an 2, 3 Onkelsnächten in der Schweiz, die es gab. Einmal sogar als Security eingespeist worden. Also ich habe Bands wie Unantastbar zum Beispiel schon 2, 3 Mal in der Schweiz gesehen. Einmal auch Backstage mit dem einen Gitarristen von Berserker. Habe ich auch ein paar Worte gewechselt im einen Jahr, wo ich eben als Security dort war. Und ein Jahr danach hat er mich sogar wieder erkannt. Fand ich auch sehr lustig. Also lustig, es war natürlich auch sehr cool, ne?
Und ja, ich bin wirklich, das ist so meine Musikrichtung, das ist das, was ich mag, das ist das, was ich, ja, man kann schon fast sagen, lebe. Weil, wie gesagt, ich schreibe selbst auch nicht mehr so viel. Jetzt in letzter Zeit habe ich auch wieder ein bisschen weniger geschrieben, weil auch die Let's Plays und so weiter wieder sehr viel Zeit fressen. Und ja. Je nachdem auch, was ich selbst für Musik und so gerade höre. Was ist denn da oben? Ach so, das ist nur vom Licht. Je nachdem, was ich gerade so für Musik höre, dann habe ich irgendwie so das Gefühl, ja, das wäre jetzt ein Thema, was ich auch gerne mal irgendwie was schreiben würde. Und denke dann, ja, nein, ich habe ja hier schon einen Song, der so ungefähr das sagt, was ich denke. Und warum sollte ich es dann selbst auch nochmal schreiben? Dann würde ich mir vorkommen, als würde ich es kopieren oder, ja, keine Ahnung. Ist schwer zu erklären. Und wie gesagt, die Onkels sind ja jetzt wieder zurück. Die hatten jetzt gerade das letzte oder vorletzte Wochenende, hatten die irgendwie vier Konzerte hintereinander am Hockenheimring. Ich hätte dort auch hin können, ich hätte ein Ticket erwischen können und so weiter, aber ich habe das dann nicht erworben, weil, naja. Ich hatte irgendwie keinen Bock, diesen langen Weg zu machen und da, also doch eigentlich schon, aber nicht alleine. Und meine Freundin wollte leider nicht mit und irgendwie hatte ich sonst keine Ahnung, wer da noch mitkommen würde. Und da habe ich es dann einfach gelassen. Ich werde es wahrscheinlich irgendwann bereuen. Also teilweise bereue ich es jetzt schon, weil. Aber ich habe natürlich die Hoffnung, also ich dachte mir dann so, hey, die Onkels haben nächstes Jahr ein neues Album angekündigt. Die werden doch sicher auch eine Tour machen. Und dann hoffentlich auch mal ein bisschen in der Nähe der Schweiz. Und dann kann man das dann nachholen, obwohl natürlich Hockenheimring niemals mit einem normalen Konzert zu vergleichen ist. Wenn ihr es noch nie gesehen habt oder noch nie davon gehört habt, empfehle ich euch mal wirklich auf YouTube, ja, auf YouTube auch, aber auf Google zum Beispiel Bilder Onkels Hockenheimring zu gucken. Also das ist schon wahnsinnig, was die dort geliefert haben. Und diese Unmengen an Menschen, die dorthin gepilgert sind, ist krass. Also das kann man sich vorstellen wie ein riesiges Open Air, so irgendwie Rock am Ring und Rock im Park oder so. Falls es das überhaupt noch gibt. Also Rock am Ring gibt es noch, aber Rock im Park habe ich schon lange nichts mehr gehört. Linkin Park natürlich. Nee. Habe ich denn keine Axt mehr? Abgesehen von der. Ach komm. Und das ist wirklich gigantisch. Aber es ist natürlich auch, ich meine, die Onkels haben jetzt sonst keine Auftritte gehabt. Veritas Maximus war unterwegs und natürlich auch der W, also Stefan Weidners Band. Und die Onkels, das war wirklich so einmal im Jahr bisher. Und da ist natürlich auch klar, dass man da rausholt, was nur möglich ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr gespannt auf das neue Album. Und ich hoffe wirklich aus tiefstem Herzen, dass die das nicht irgendwie vergeigen. Ich meine, es ist wirklich schwer. Es ist wirklich schwer, dass die da anknüpfen können an die Erfolge. Also an die Erfolge werden sie ganz bestimmt anknüpfen. Aber dass die Musik und die Texte und so weiter dann auch onkelsgerecht wieder sind, weil, wie gesagt, die haben jetzt alle ihre Solo-Projekte gehabt. Und
Im Moment spielen sie ja eigentlich, also ich, so viel ich gehört habe, haben die jetzt ein neues Lied auch gespielt am Ring. Ich habe es leider noch nicht gehört. Aber ansonsten haben die ja alles ihre Lieder gesungen, die es bereits gab. Und ich bin sehr gespannt, ja, wie sich das entwickelt, wie dann die neuen sein werden. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Aber ich glaube, jetzt haben wir dann genug lange über die Onkels gesprochen, auch wenn ich noch stundenlang über die Onkels sprechen könnte, aber das würde dann wahrscheinlich für euch ziemlich schnell langweilig werden und ich will euch ja nicht verlieren. Ja, ich hatte irgendwie schon lange vor, das Thema mal im Let's Play zu bringen. Weil, wie gesagt, die Onkels, die gehören zu mir keine Ahnung, wie das Schweizer Kreuz in der Schweizer Fahne. Die Onkels haben mich sehr, sehr weit begleitet, tun es immer noch. Aber auch in schweren Zeiten haben sie mich sehr begleitet. Dazu die Erinnerungen zu alten Freundschaften und so weiter. Es ist... Ich glaube, es wird niemals mehr eine Band geben, mit der ich so viel verknüpfe wie mit den Onkels. Da fällt mir gerade ein, wir haben damals in der Schule... Also in dieser Schule, wo ich eben auch diese Kollegin hatte, wo ich in der letzten Folge erzählt habe, da haben wir mal so ein spontanes Video gedreht, beziehungsweise in ich glaube, 2 Tage, jeden halber Tag, also etwa einen Schultag, haben wir da an einem Skript gearbeitet und das Ganze dann auf Video aufgenommen und so. Und das Ganze ist irgendwo noch auf MyVideo. Weil auf YouTube, das Problem ist, in dem Video kommt auch Musik vor. Und ich habe dann das mal versucht auf YouTube zu stellen. Aber YouTube hat natürlich gesagt, ne, da gehört hier nicht hin, da kommt Musik. Und ich habe das dann damals auf MyVideo gestellt und da scheint es immer noch zur Verfügung zu stehen. Ich werde es nicht in die Beschreibung packen, sondern in Facebook posten. Ne? Also wenn ihr das mal sehen wollt, ich sage natürlich nicht, wer davon ich bin. Das könnt ihr selbst herausfinden vielleicht. Na. Na toll. Und sollte ich es vergessen, es in die Facebook-Beschreibung dann zu packen, dann müsst ihr mich halt dann nochmal daran erinnern. Ne, es kann natürlich sein, dass ich das irgendwie vergesse, weil das Video ein bisschen später erst online kommt und so weiter. Und ich wahrscheinlich, nee, in den Ferien sollte ich noch nicht sein, aber es könnte einfach sein, dass ich es vergessen habe. Dann müsst ihr mich einfach nochmal daran erinnern. Und wie gesagt, ich werde es auf Facebook posten und nirgendwo sonst. Also es wird nicht in der Videobeschreibung sein. Doof. Und wie gesagt, es ist ein sehr improvisiertes Video. Es hatte zwar theoretisch ein Skript, aber wir haben sehr, sehr viel improvisiert. Und es gab eine Szene drin. Ich lache mich heute noch tot, wenn ich diese Szene sehe. Und zwar, ich spoiler das jetzt mal. Gab es eine Szene, wo wir einer gewissen Dame gesagt haben, hey,
glaube, die Treppe hoch war's. Ja, die Treppe hoch. Wir sagten ihr, hey, du musst die Treppe hochgehen und zwar so, als wärst du besoffen. Du musst spielen, als wärst du besoffen. Ja. Ich sehe es gerade vor mir so im Geiste. Ja. Ganz ehrlich, wenn ihr das sehen werdet, ihr werdet genau wissen, was ich meine. Ich habe mich so kaputt gelacht nach der Aufnahme. Also nachdem wir die Aufnahme gestoppt haben, ich habe mich so kaputt gelacht und dachte mir so, diese Dame ist wohl noch nie in ihrem Leben besoffen gewesen. Nein, ehrlich, man kann es nicht beschreiben. Ihr müsst euch das angucken. Ihr müsst euch das wirklich angucken. Ach ja, eines hat das ganze Video aber an sich. Es ist komplett auf Dialekt. Also sprich Walliserdeutsch oder Walliserdeutsch oder wie auch immer das auf Hochdeutsch ausgesprochen wird. Ich weiß es nicht genau. Es ist Dialekt. Tut mir leid, dass ich habe mir mal überlegt, ob ich mir mal die Mühe machen soll und das Ganze irgendwie mit Untertitel oder so verbasteln, aber na, ich glaube nicht. Vielleicht werde ich es irgendwann mal tun, aber ich glaube eher nicht. Das wäre, glaube ich, zu viel Arbeit und ich müsste das ganze Video wieder... Das habe ich immer noch auf einer DVD. Und das müsste ich alles wieder verpflanzen und bearbeiten und so weiter. Ich glaube, das wäre mir zu viel Arbeit. Ich glaube, irgendwo hier müsste ein Pfosten sein, ne? Wir machen mal hier einen hin. Und einfach hier. Ja, das sollte reichen, ne? Und ich glaube, den hier mache ich weg. So. So. Und wenn ihr das Video dann guckt, dann ist zu sagen, ihr werdet dort einen Accountnamen sehen auf mein Video. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt noch reinkomme. Ich meine, mein Video braucht ja eh kein Schwein, kein niemand. Und ihr werdet dort einen Namen sehen und unter diesem Namen werdet ihr, falls ihr dann im Internet mal sucht, noch andere Dinge finden, die dann eben mit dem Schreiben zum Beispiel zu tun haben. Ihr müsst euch aber das nicht antun, ne? Will ich nur gesagt haben. Oh, fuck. Ich meine natürlich... Oh, Mist! Was ist denn da passiert? Ich weiß, was da passiert ist. Und zwar die Folge sollte gleich fertig sein. So. Wir kommen schon wieder den 20 Minuten näher. Die da verbaue ich jetzt noch. So. Und ich habe übrigens aktuell noch keine Ahnung, was ich zur Folge 100 machen soll. Das musste ich mal nebenbei noch so erwähnen. So, während das Schaf dort badet, beende ich diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Und wie gesagt, schaut euch die zwei Videos an. Es sind nämlich zwei, also ein Video in zwei Teilen.
ihr müsst euch das wirklich mal angucken, auch wenn ihr vielleicht nichts davon versteht. Aber die Besoffene lohnt sich. Und vielleicht findet ihr heraus, wer ich sein könnte. Ja, viel Spaß beim Raten und bis dann. Tschüssi!